Es ist soweit, die Franchise geht los. Ihr seid vermutlich alle auf das Video gekommen, um euch anzugucken, wie ihr euch bewerben könnt. Einen kleinen Moment Geduld, denn bevor wir da richtig reinkommen, möchte ich erstmal da reingehen, was für Leute wir tatsächlich in unserer Franchise haben wollen. Mit mich und den Admin, den ich mir ausgesucht habe, hier nochmal großen Dank. Ohne den hätte ich es vermutlich nicht hingekriegt. Also müsst ihr euch da erstmal keine Sorgen machen. Ich habe von dem ganzen Zeug extrem wenig Ahnung. Und jetzt haben wir jemanden, der das nahezu alleine leitet, sage ich mal, der davon ziemlich Ahnung hat. Also macht euch keinen Kopf, das Ganze ist in fähigen Händen. Jetzt zu dem Thema, was möchten wir gar nicht haben in unserer Liga? Wir können hier mal kurz auf die Regeln gucken, die es zu beachten gibt in unserer Franchise. Und da als ganzen ersten Punkt könnt ihr sehen, das sind letztendlich Verhaltensregelungen, Verhaltensvorschriften will ich es nicht nennen, aber ihr müsst euch schon dran halten. Denn letztendlich ist es eine Diktatur. Wenn ich irgendjemanden raushaben will aus der Franchise, dann schmeiße ich den raus. Ihr müsst euch jetzt so weit auf mich verlassen, dass ich das nicht aus irgendwelchen kindischen Gründen mache. Das wird schon alles seine Gründe haben. Wir wollen niemanden drin haben, der letztendlich sich über schlechter spielende Leute lustig macht. Denn wir haben alle mal irgendwo angefangen, wir waren alle mal schlecht und manche von uns sind jetzt vielleicht ein bisschen besser als andere, aber ich möchte absolut keine Leistungsgrenze oder sowas in der Liga haben. Jeder kann mitmachen, der Spaß dran haben will. Deswegen wird es sicherlich ziemlich große Leistungsunterschiede geben teilweise und dann in solchen Fällen ist es auch wichtig, dass ihr das nicht zu sehr raushängen lässt. Also ich möchte nicht Touchdown nach Touchdown nach Touchdown nach Touchdown sehen und letztendlich irgendein Spiel, was Pan 80 zu 0 ausgeht. Dann in dem Fall nehmt einfach wirklich die True Clock, lasst das Spiel runterlaufen und alles ist in Ordnung. Noch dazu denkt jetzt bitte, bevor ihr euch bewerbt in der Gruppe, intensiv nach, habt ihr die Zeit dafür und habt ihr auch in 3 Wochen noch Lust drauf. Denn wenn ihr nach 2, 3 Niederlagen alles wegschmeißt und sagt, das macht keinen Spaß mehr, dann bewerbt euch bitte erst gar nicht. Denn anders als ich zuerst dachte, haben wir mehr als genug Leute, die da mitspielen wollen. Und wenn ihr da nicht wirklich dabei seid, dann lasst lieber irgendwen anders, der da richtig Lust drauf hat, mit rein. Nächster Punkt, ich möchte nicht allzu viel begrenzen. Also es gibt zum Beispiel keine festgelegte Fourth-Down-Regel. Wenn ihr eins ausspielen wollt, dann könnt ihr das machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nur bei, was weiß ich, 4. und 3 oder ab der gegnerischen 45 oder sowas. Wenn ihr beim 4. und 19 in eurer Hälfte an der eigenen 10-Yard-Line das ausspielen wollt, dann könnt ihr das theoretisch machen. Es hat halt genau die gleichen Risiken wie in echt. Aber was mir und was uns ganz lieb wäre, ist, dass ihr drüber nachdenkt immer, was würde ein NFL-Headcoach in der Situation tun? Und das zum Beispiel 4. und 19 an eigenen, was weiß ich, 20 oder sowas, das würde kein Schwein ausspielen. Dann pantet lieber, alles ist gut. Gleiches gilt für irgendwelche Spielzüge, wenn ihr jetzt den Money-Spielzug entdeckt. Klar könnt ihr den immer wieder machen und er funktioniert immer wieder. Aber das ist unrealistisch und ich sag mal so, letztendlich hilft es euch nicht, denn in den Playoffs spielt ihr dann gegen Leute, die gucken sich das einmal an und beim zweiten Mal ist es ein Pick. Sowas. Deswegen wechselt einfach ein bisschen ab, spielt wie eine echte Franchise. Wenn ich in meinem Franchise-Modus spiele mit den 49ers zum Beispiel, dann spiele ich nicht, wie ich online spiele. Online spiele ich wirklich, um zu gewinnen und 100% um zu gewinnen. Manchmal spiele ich online wie ein Schwein, wenn ich wirklich absolut nur gewinnen will. Und das möchten wir nicht haben in der Franchise, denn es ist eine Community-Sache. Da spiele ich ja letztendlich nicht einfach gegen irgendwelche, da spiele ich gegen welche von euch. Und ihr spielt auch alle gegeneinander. Wir sind eine Community, wir wollen alle Spaß daran haben. Also seid bitte keine. Gut, ich gehe nicht in alle Regeln ein. Wir gucken uns jetzt hier zusammen nochmal die Einstellungen an, die Commissioner-Settings. Also Skill-Level ist All-Pro. Ich hatte überlegt, ob ich es umstelle für die Playoffs dann auf All Madden, aber wir lassen es vermutlich einfach auf All Pro. Falls wir irgendwelche Regeln oder Einstellungen während der Saison ändern können, dann kriegt ihr darüber definitiv ein Update. Game Speed ist auf Normal, Game Style ist auf Competitive, einfach damit wir als User wirklich mehr damit zu tun haben, als letztendlich das beste Team gewinnt. Coaches Only ist klar, ihr könnt euch also nur einen Coach erstellen, keinen Spieler oder keinen Owner. Instant Starter, logisch, Trade Deadline ist an. Trades, nur Human. Coach Firing CPU only, das heißt, ihr könnt nicht gefeuert werden, wenn ihr schlecht performt. Salary Cap ist an, Relocation, bla bla bla, Injuries an, Pre-Existing Injuries, also Verletzungen, die schon vorher da waren, die sind aus. Das heißt, wir starten alle mit einem komplett gesunden Team. Bla bla bla. 8 Minuten ist die Spielzeit, die Accelerated Clock ist on und auf 25 Sekunden. Also die Spiele werden schon ein bisschen länger, sage ich mal. Aber das dient quasi der Tatsache oder dem Wunsch von mir, dass die ganzen Werte möglichst realistisch sind. Da sind wir wieder dabei. Wir wollen eine realistische Liga haben. So, das müsst ihr alles manuell machen. Da könnt ihr euch nicht helfen lassen.
Ansonsten Progress Players aus, bla bla bla. Jetzt zum Punkt, warum ihr alle auf das Video geklickt habt. Wie könnt ihr rein? Erstens muss ich sagen, dass nur noch 25 Plätze frei sind. Das liegt daran, dass erstens ich schon drin bin mit den Browns. Zweitens euer Admin ist drin mit den Vikings. Also wenn ihr eine Frage habt, in der Facebook-Gruppe werdet ihr auch sehen, wer der Admin ist. Und weil er quasi mir so sehr dabei geholfen hat, nahezu alles allein gemacht. Also wenn ihr ihn seht, dann bedankt euch nochmal bei ihm, wenn ihr gegen ihn spielt oder sowas. Oder bei Facebook. Deswegen habe ich ihm quasi zugesichert oder habe ihm erlaubt, dass er ein paar von seinen Leuten mit reinbringen kann. Deswegen, ich glaube, die Texans sind schon weg. Ich weiß, die Patriots und die Eagles sind weg und dass die Rams weg sind. Aber ansonsten, 25 Teams logischerweise sind noch komplett offen. Wir haben zum Beispiel, die Packers sind noch offen, die Titans sind offen, die Lions sind noch da. In meiner Division, also Steelers, Bengals, Ravens, die sind alle noch offen. Da könnt ihr auch noch rein und spielt dann sozusagen sicher zweimal gegen mich in der Saison. Also es ist noch definitiv Platz. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach in der Beschreibung. Der zweite Link, denn der erste Link ist mein Twitter-Link, geht hin und folgt mir. Der zweite Link ist der Link zu unserer Facebook-Gruppe für die Franchise. Diese Gruppe ist offen, das heißt, ihr könnt einfach rein und dann seht ihr einen Beitrag, wo die ganzen Teams aufgelistet sind und daneben schon die Headcoaches, die bis jetzt schon in der Liga sind. Da müsst ihr in die Kommentare gehen, kommentieren mit eurem PlayStation-ID, also mit dem PlayStation-Namen und mit dem Team, was ihr haben wollt. Und da bitte, ich weiß, es geht vielen von euch vermutlich um Geschwindigkeit, aber wir sind auch nicht 2 Millionen Abonnenten, also es ist nicht so ein Wettrennen. Das heißt, geht einfach hin, guckt euch an, welche Teams sind schon weg und dann geht hin, guckt, was steht schon in den Kommentaren und dann kommentiert bitte. Es geht einfach darum, dass der Admin und ich dann nicht 5000 Leute sehen wollen, die alle Jaguars, 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 Jaguars kommentiert haben. Denn da müssen wir rausfinden, wer der Erste davon war und das ist alles sehr lästig. Deswegen bitte einfach vorher gucken und dann kommentieren. Ich werde absolut nichts entscheiden, also die ersten 25 Leute, die kommen, beziehungsweise die ersten 25 Leute, die sich für ihr Team entschieden haben, für ein freies Team, die sind in der Liga. Das heißt, ich entscheide gar nichts, ich suche mir niemanden aus und das ist mir persönlich sehr lieb, weil ich sonst immer ein schlechtes Gewissen den anderen gegenüber hätte. Falls ihr es diesmal jetzt nicht schafft, wenn ihr also auf Facebook geht und alle Plätze sind schon weg oder ihr entscheidet für euch alle 5 Tage, das ist übrigens die Spielzeit, habe ich vorhin vergessen zu erzählen, ihr entscheidet für euch, ich kann das nicht, das ist mir leider zu knapp gerade, zu stressig in meinem Leben, dann tut mir das leid und ich verspreche, nächstes Mal werde ich definitiv aussuchen, wer reinkommt, denn wenn Leute diesmal nicht reinkommen, dann kriegt ihr nächstes Mal definitiv eine bessere Chance. Alles klar, dieses Video war wieder ziemlich durcheinander, ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden, die Hälfte von euch hat bestimmt schon weggeklickt und ist auf Facebook gegangen, um da in der Gruppe zu posten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt alle genauso Lust wie ich auf die Franchise. Ihr werdet definitiv, selbst wenn ihr nicht dabei seid, auf dem Laufenden gehalten werden mit Videos von mir. Ich überlege noch, wie ich das mache. Ich möchte es nicht zu ähnlich haben wie die 49ers-Franchise und die Middle-Linebacker-Franchise. Also werde ich höchstwahrscheinlich Zusammenschnitte nehmen, also die Highlights, und einfach drüber sprechen, vermutlich mit Facecam. Also ein bisschen reagieren auf das eigene Spiel, was jeweils passiert ist. Wenn ihr neue seid und in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, abonniert einfach, da freue ich mich sehr drüber. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video. Morgen geht's weiter mit der Middle Linebacker Franchise. Am Tag danach kommt die 49ers Franchise. Bis dann. Ciao.